Hey Freunde, willkommen zum Spotcheck heute. Heute bin ich mit meinem Kumpel Guido in Unna. Guido, sag mal hallo. Jo. Hallo. Okay Guido, wo gehen wir als erstes hin heute? Ja, wir gehen jetzt gleich dahinter das Kreishaus in Unna. Da vorne, also das ist das Kreishaus und hinten links rum ist ein kleiner Spot. Und vielleicht noch ein bisschen ums Kreishaus rum und gucken, was wir da so alles finden. Alles klar. So Leute, der Spot ist abgecheckt jetzt, ist ein cooler Spot, dafür ist er so klein, es bietet viele Möglichkeiten, gibt viele kleine Mauern für simple Überwindungen, ein paar Basics, hat aber auch wieder, wie im Stadtgarten auch, so ein paar Mauern, wo man hoch kann, Garagen etc. Ja, bietet von kurzen Sprüngen bis ziemlich weite Sprünge mit Anlauf. Ja, der Spot bietet viele verschiedene Höhen zum Droppen, zum Flippen, von niedrigen Absätzen bis hoch zu knapp 3 Meter. Fast alles vorhanden. Und speziell für Armsprünge, die Kanten oben sind ziemlich geil, das sind schmale Kanten zum Hintergreifen. Die Mauern hier haben einen ziemlich guten Grip, sind ein bisschen aufgeraut. Abzüge vielleicht schon, weil es manchmal ein bisschen zu rau ist, wenn man viel dran macht und immer die Hände aufsetzt, vielleicht mal auf den Händen rutscht oder so, dann kann ich schnell mal ein bisschen die Hände aufreiben. Auch ein bisschen. Ja, ein bisschen muss man hier aufpassen, weil das hier das Gelände vom Kreishaus ist. Wenn hier Arbeitszeiten sind, könnten die schon mal ein bisschen meckern oder auch die Anwohner hier. Muss man halt vorsichtig sein. Wenn ihr angesprochen werdet, seid bitte höflich. Klärt das mit denen, geht dann auch weg, macht keinen Ärger. Ja, ansonsten gibt es auch eine Bushaltestelle, die heißt direkt Kreishaus. Einfach aussteigen, das Kreishaus links dran vorbei, seid ihr schon am Spot. Ja, die Adresse ist wie immer in der Beschreibung. Ja, einfach mal abchecken den Spot, ist cool, könnt ihr gerne ausprobieren. Wir sehen uns. Ja, wenn es einer schafft, diese Divecon hier zu machen, ne, dickster Respekt, schick mir einen Link. Ich werde es feiern. Ich liebe dich dann, wenn du die Divecon machst. Könnte Dodo sein oder so. Ohne Witz, wenn du Divecon, die traue ich Dodo zu.